Ich stehe vor dem Landratsamt in Bad Belzig. Das ist der Sitz der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark. Seit 2009 lenkt Wolfgang Blasig von hier aus die Geschicke des Landkreises. Doch ab März 2022 ist damit Schluss. Blasig gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig auf. Es gibt Neuwahlen. Doch wer wird der nächste Landrat von Potsdam-Mittelmark? Der Teltow-Kanal macht den Kandidatencheck zur Landratswahl in Potsdam-Mittelmark am 6. Februar 2022. Mein Name ist Stefan Schwabel, 55 Jahre jung, aus Flückhoff. Stichwort Lieblingsort, wo befinden wir uns und warum treffen wir uns gerade hier? Ja, wir befinden uns wie gesagt in Flückhoff, ein wunderschöner Ort. Hier bin ich zu Hause, hier bin ich gerne und deswegen ist das hier auch mein Lieblingsort. Wir treffen uns ja hier, weil Sie als Kandidat für die Landratswahl antreten. Was motiviert Sie denn zu kandidieren? Zum einen ist die Stelle jetzt durch den Weggang von Herrn Blasig vakant. Und ich denke mal, Landrat ist etwas, eine Position, in der man schon deutlichst was verändern kann für seinen Landkreis. Was glauben Sie denn, welche Kernkompetenzen muss denn ein Landrat mitbringen? Also ich denke mir, aufgrund der momentanen Situation, was der Kreistag so, was man der Presse nehmen kann, gilt das hier wieder unglaublich viel Einigkeit, zumindest in den Landkreis reinzukriegen, um hier für den Landkreis direkt auch eine positive Veränderung wieder beizubringen. Welche Aufgaben sind in einem Landkreis Ihrer Meinung nach am dringlichsten? Es gibt viele, viele Aufgaben im Landkreis, die, sag ich mal, optimierungsbedürftig wieder sind oder wieder für den Bürger wieder verständlich gemacht werden müssen. Zum einen ist es ganz wichtig, also das habe ich jetzt auch in meinen Gesprächen mit meinen Unterstützern mitgekriegt, viel Vertrauen in die Politik wieder einzubringen, was ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte, gerade in dieser momentanen Situation. Sie arbeiten als Mediator. Wie passt denn Ihre jetzige Tätigkeit zu dem Amt des Landrats? Ja, also der Mediator ist ja ein Vermittler zwischen zwei Parteien, die Unstimmigkeiten haben, im weitesten Sinne. Und ich denke mal, gerade als Mediator ist das eine sehr gute Voraussetzung, um wieder Einigkeit in den Kreistag zu bekommen. Weil ich denke mal, hier ist viel in den letzten paar Jahren kaputt gegangen. Sie treten gegen starke Mitbewerber an. Welche Chancen rechnen Sie sich denn aus oder wie gehen Sie mit der Konkurrenz um? Die Konkurrenz ist sehr stark durch SPD und CDU natürlich, die sogenannten Platzhirsche. Aber ich denke mal schon, der geneigte Bürger wird vielleicht doch erkennen, dass das weiter wie bisher nicht die Lösung für die Probleme sind, die dort passiert sind. Und ich denke mal, hier ist Zeit für Veränderung. Und ich denke schon, insofern ist die Chance eines parteilosen Kandidaten nicht gering. 7 Kandidaten treten also an, ab März das wichtigste Amt im Landkreis Potsdam-Mittelmark neu zu besetzen. Alle Wahlberechtigten können am 6. Februar zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme für den neuen Landrat abgeben. Sollte es zur Stichwahl kommen, findet diese am 20. Februar statt.